Was? Was war das denn? Ich wollte gucken, ob ich aus dem Bild trage mit meinem Giraffenhals. Und damit herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal, meine Damen und Herren. Sandra und ich spielen heute ein Spiel namens... Fantastic Gymnastics. Gymnastics. Und zwar haben wir dabei hier so einen kleinen Hund. Der ist am Schaukeln quasi so die ganze Zeit rum. Und unser einziges Ziel ist es, irgendwann auf den Knopf zu drücken, dass er sich loslässt, einen Salto macht und im besten Falle hier auf der 100 landet. Bei der 100 kriegt man 100 Punkte. Ich verstehe das nicht. Wenn man den in der Mitte landet, kriegt man 100 Punkte. Bei Rot kriegt man 25 und bei Gelb kriegt man 50. Das ist so ein dummes Spiel. Digga, was ist das? Ich komme nicht weiter nach vorne. Ich hab's. Mach ein Salto! Soll ich loslassen? Ja, lass los! Heftige Nullpunkte-Laser. Also. Ich will ein super Video, ich merke das. Weißt du, wo wir mal Popel ausgedrückt haben? In dem Pickel haben wir ausgedrückt. Oh nein, Digga, der kommt überhaupt nicht raus. Nee, ich brauche eine andere Technik. Jede 2 Sekunden. Oh. Nee, Laser. Warte, ich zeig dir einmal kurz, wie das geht, okay? Ja, dann lass den jetzt mal fliegen. Du hast das ja komplett falsch aufgebaut. Nein, das war richtig so. Ach, guck mal, jetzt kann man das hier auch drunter klemmen. Einmal mit Profis, ne? Wie klemmt man es denn runter? Ja. Ja, krass, echt. Geht. Ja, heftig. Guck mal, jetzt. Guck mal, hier ist doch... Tommy, mach das jetzt eben. Heftig, ja? Ja! Ja! Nein! Warum? Ich bin wie so ein kleines Kind. Aber so funktioniert's. Also man muss die ganze Zeit sich einmal im Kreis drücken, und dann muss man drücken und wenn man dann drauf landet, dann hat man gewonnen. Du musst immer gedrückt halten, wenn er so hier dann wieder ist. Wie wenn man halt wirklich schaukeln würde. Okay, ich bin seit über 20 Jahren nicht mehr, ich passe in keine Schaukel rein. Nee, ich bin zu dumm. Und dann kriege ich es auch nicht hin, oder wie? Bist du blöd? Guck mal. Du brauchst Geduld. Wenn ein Raubtier Hunger bekommt, muss es auf die Jagd gehen. Hä? Guck mal. Ich bin eigentlich war zu dumm dafür, Leute. So ein Dreckspiel. Sondern du musst halt immer, wenn er hier hinten ist, gedrückt halten, ja, bis er dann wieder vorne ist. Aber ich seh's gar nicht. Ich hab dann keine, mal so in das ich hab keine gute Reaktionszeit. Was ist daran nicht zu verstehen? Ey, wie hast du es denn von der Grundschule auf eine weiterführende Schule geschafft? Falscher Weg. Das ist nicht mein Spiel. Nee, komm, ich mach das jetzt einmal. Warum gibst du dir dann nicht 100 Punkte? Geh, Sandra hat 50, ich bin dran. Du schaust nach 50. Und jetzt ich wieder. Ja, ich glaube, das war wirklich das. Also, das ist vielleicht wirklich das schlimmste Spiel, was es gibt. Aber pust mal hier rein, wir haben ja zum Glück Windschutz drauf hier drin. Wollen wir mal, dieses Mikrofon geht 200 Meter weit. Ich kann nach unten gehen, ich rede jetzt irgendwas und du redest auch was. Wir versuchen eine Unterhaltung miteinander zu machen, ohne dass wir uns hören, okay? Kann ich dabei Alkohol rauchen? Nein. Schade. Bist du schon weg? Ich höre dich ja auch so, du musst ja ganz leise reden. So. Ich stehe gerade unter der Treppe bei mir in der Wohnung und warte gerade, bis ich wieder hochkomme. Das ist richtig unangenehm, muss ich nicht anders fühlen, muss ich nicht schlafen. Ja, meine Damen und Herren, da das bisher so gut geklappt hat, würde ich sagen, machen wir jetzt the final round. Geht doch einfach nur jedes zweite Mal. Oh, oder jedes dritte Mal. Das kann nicht funktionieren. Mach das jetzt. Ja, ich hab's. Wieso scheitert es denn schon daran? Ich hab's! Hast du gerade gesehen? Ich muss nur nicht hingucken. Also das ist wirklich das schlechteste Spiel, was es gibt. Boah. Es kann nicht wahr sein, dass... Ich häng ihn dran. Ah,
Das war ein geiles Video. Abgelehnt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit Moneyboy und seinem Kollegen.